subscribe! Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. Das letzte Mal habe ich die Kampagne angefangen zu spielen und die Protagonistin Aiden Versio wurde von den Rebellen gefangen genommen und schickte daher ihr Begleiter, ihr Roboter, ich glaube VZ heißt der, und dann 626. Ja, ihr Roboter hat sie dann befreit und dann ist sie vom Rebellenschiff bzw. Raumschiff geflohen. Und nun ist sie auf einer Insel und wollen jetzt halt einige Rebellen ausschalten, weil da irgendwas nicht da ist. Aber erstmal lese ich hier, was bei ihr steht. Commander Aido Verso führt die imperiale Spezialeinheit Inferno-Trupp an. Sie ist als Pilotin und Soldatin gleichermaßen fähig und löst die Probleme des Imperiums mit unkonventionellen Methoden. Ihre Fähigkeiten sind Kontaktgranate, Scan, Impulskanone. Mal gucken, ob ich das noch drauf habe, bisschen. Denn es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe. Und ja. Mal gucken, wie das zweite Level sein wird. Beziehungsweise kann man vielleicht offiziell sagen, das erste Level. Weil das Rebellenraumschiff könnte man vielleicht sagen, so als Level 0. Mit Level 0 meinte ich, dass so eine Art kleines Tutorial und so war. Andernfalls war es auch nicht wirklich ein Tutorial. Uff, hätte ich das gewusst, dass das Laden lange dauert, dann hätte ich erst da begonnen. Endor, die Schlacht von Endor. Der Waldmond dient dem Imperium als Basis für den zweiten Todesstern, mit dem Imperator Palpatine die Rebellenallianz vernichten will. Oh. Ein Ziel, direkt vorauf, mir folgen. Verstanden, Kommandant. Ja. Steuerung kann man es vielleicht nochmal hier anschauen. Ich möchte mich jetzt nicht gleich bemerkbar machen. Ah, hier. Was ist der Unterschied zwischen Soldatentasten und Soldatensticks? Gut, linke Fähigkeit ist L1, Punktestand, Zoomen, Altfeuern, okay, Feuern, Kühlung, Feuern und Kühlung, rechte Fähigkeit, okay, Primärwaffe, Hocke, Kampfrolle, ist Kreis, Springen ist Kreuz, Interagieren, manuell Kühlen ist Viereck, Anzeigen, Pick-up-Fähigkeit, Schultern wechseln, First and Third Person und ja, Zielen umsehen ist R3. General Solo, das wird dauern. Wenn es was zu bergen gibt, finden wir es, aber der Schaden ist enorm. Wir müssen viele Wrackteile durchsuchen. Ich sag's dir, stoß danach wieder zu den anderen. Du musst was hacken. Was ist denn jetzt los? Ah, hab ich jetzt das erste freigespielt oder was? Frontkämpfer-Serie. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die deine Laufzeit verlängert, wenn du einen Gegner besiegst. Ist das Einzige, was ich habe, wa? Ja. Was denn? Ich kann nichts dafür, wenn ihr Nachname Versio ist. Deswegen habe ich gerade an Verso gedacht, also ihr Nachname. Versorgungskiste. Drücke Viereck, um auf Versorgungskisten zuzugreifen, mit denen du Aidens Ausrüstung, Gadgets... Mach weg. Mach einfach weg. Ist okay. So war's hier. Aber komm, das war ein nice Treffer. Ich sehe die gar nicht. Wo sind die denn? Deckung!
War das eigentlich gerade ein Verbünden? Task. Hat er es überlebt oder nicht? Sie ist draufgegangen. Sie ist draufgegangen. Es ist vorbei. Bunker gesichert. Was hat denn also geschrien? Irgendwo ist noch ein Feind am Leben. Wo ist der andere? Dell. Hierher, Kommando. Okay. Ja, wieso sagt mir auch keiner, dass das auch sowas passieren kann? Was passiert, wenn ich jetzt nicht rechtzeitig zurückgekommen bin? Ist Mission dann gescheitert oder werde ich irgendwo hingebracht oder sonst irgendwas? Man sollte mir das schon mal auch sagen. Ich dachte, es ist ein bisschen open world hier. Brüll nicht so herum. Wir sind vielleicht im Jurassic Park. Hi. In your face. Commander, Rebellenverstärkung nähert sich. Feuer frei. Alle Ziele neutralisiert. Ja, Commander. Verstanden. Achso, hier kriegst du nur eine neue Waffe? Na gut, dann sei es so. Wieso ist Dell so weit hinten? Wenn er drauf geht, ist es seine Schuld. Eigentlich hätte er schon beim ersten Schuss tot sein müssen. Au. Hesk. Achso, hier gehe ich nun wieder zurück. Ich kann nichts dafür, wenn das Gebiet so groß ist. Ich möchte halt nichts verpassen. Also wenn hier erst hier irgendwas zum Looten oder so ist.
Fängt die Party schon ohne mich an? Du musst was für mich hacken. Gut, genau sowas zum Beispiel halt. Ich glaube, da verbrennt jemand. Mann! Kann ich auch. Tschüss. Ich hoffe, ihr habt hier eure Rente gesichert. Rente vor allem. Wie heißt es? Wieder zur Agent Meko stoßen. Los, sammeln! Vorher möchte ich noch ein bisschen herumschauen. Nein! Seid ihr irre oder was? Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das war ein Planet. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Kommander. Wir müssen zu Plattform 4 und diese TIE-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zu Corvus. Agent Meko, Aufklärung. Ja, Kommander. Ich kann nicht springen. Agent Haas, Kontakt zu Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Kommander. Stelle sie jetzt durch. Admiral, wieso kann ich nicht First Person? Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen, mal wieder. Nein, dahinter steckt mehr. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das... Darf ich freisprechen? Nur zu. Wir sind zwar allein ein, aber das klang fast wie Verrat. Ja. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Ich denke mal schon, dass da ein Verräter dabei ist. Und das wollte ich auch gerade ansprechen halt. Commander, wir müssen konzentriert bleiben. Ja, Entschuldigung, wenn es hier nicht Open World ist, Mann. Ich dachte, das gehört noch mit dazu. Oh, was für eine Scheiße ist das denn? Ohne Witz. Wer kommt auf so eine Idee? Ich habe ja nichts dagegen, wenn sowas ist, für bestimmte Gebiete, aber bei sowas, wo zuerst ein Missionsziel war? Ja, sowas mag ich gar nicht. Man kann sowas bei einer Beta-Version oder sonst irgendwas machen, aber nicht...
Aber nicht bei sowas. Wo ist der andere? Dell? Jetzt habe ich Hunger. Really? Eine Alpha-Wand? Ist es euer verdammter Ernst? Ich habe sich Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da umlegen, wo sie stehen. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuerbefehl. Verzeihung, Commander. Natürlich. Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Nico. Wir kümmern uns darum. Das war mit Kreis, wa? Nahangriff. Hier ist der Bunker. Angeblich ein großes Waffenlager. Wir holen raus, was wir können. Wir erobern diesen Mond zurück. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ist der Krieg wirklich vorbei? Wenn es so leicht wäre, hätte das Imperium Yavin 4 nicht überstanden. Aber trotzdem wimmelt es auf diesem Mond von ihnen. Es ist noch nicht vorbei. Der Mond ist schon längst explodiert. Ich hoffe, dass er Ende des Krieges. Wem sagst du das? Mal, sind die ernsthaft so blind? Eins, zwei. Ich glaube, das sind nur die vier, wa? Das sind sie! Alter!